Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich kann euch berichten, hier durch mein Fenster kann ich gerade den Sonnenuntergang beobachten und der ist so schön. Ach, es ist auch ein Phänomen, daran kann ich mich nicht satt sehen. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Sonnenuntergangsbilder das da auf meinem Handy sind. Ich muss jedes Mal ein Foto machen. Keine Ahnung, niemand möchte meine Sonnenuntergangsbilder sehen, aber ich sag's euch, es ist immer wieder schön. Es kriegt mich einfach jedes Mal. Ich weiß nicht, es gibt so viele richtig schöne kleine Dinge, oder? So ein Sonnenuntergang zum Beispiel, der ist einfach gratis. Einfach umsonst. Sowas Schönes. Voll lieb vom Himmel. Schön, hier wird wieder richtiger Quatsch geredet. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Ich für meinen Teil hatte wirklich einen schönen Tag. Doch ich kann mich nicht beschweren. Ich muss mich nach dieser Folge noch zum Sport aufraffen. Das wird ja immer härter, jetzt wo es zu kalt und dunkel und uselig draußen ist. Die Überwindung dann zu gehen, die ist ein bisschen größer geworden. Aber nichts hält uns auf. Nichts steht zwischen uns und unseren Bizeps. Oh. Mir tut alles noch vom letzten Training weh. Vielleicht skippe ich doch heute. Nein. Super, nun da ich jetzt die Selbstgespräche geführt habe, würde ich sagen, starten wir in den heutigen Fall. Und an der Stelle könnt ihr diesen Kanal abonnieren oder mir ein Like da lassen. Oder wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr mir eine Bewertung da lassen. Ich habe letztens erst gesehen, dass man meinen Podcast bewerten kann und bin direkt total nervös geworden, aber ihr habt zum Glück alle ganz, ganz lieb bewertet und dann war ich wieder beruhigt. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man hier im Internet auftritt oder ne, irgendwas in die Öffentlichkeit trägt und dann immer dieses Feedback von außen bekommt. Das ist eine gruselige Angelegenheit, aber ich habe ja sehr viel Glück mit euch. Ihr meint es ja sehr, sehr gut mit mir und deswegen kann ich mich an der Stelle einfach glücklich schätzen. Danke dafür. Ich möchte euch jetzt von Rachel Barber erzählen. Das ist ein 15-jähriges Mädchen. Sie ist ein unkompliziertes Kind. Sie ist freundlich und zuverlässig. Rachel ist pünktlich. Sie mag die Dunkelheit nicht so gerne und kommt deswegen immer, bevor die Sonne untergeht, schnell nach Hause. Rachel ist Schülerin an der Dance Factory, einer Tanzschule, und macht dort eine großartige Karriere. Später möchte sie einmal zum Broadway gehen, auf der ganz, ganz großen Bühne stehen. Rachel ist ein beliebter Teenager. Sie hat ihre Freundeskreise und versteht sich auch mit ihren Geschwistern gut. 1983 wird sie als älteste Tochter von Elizabeth und Michael Barber geboren. Ihre Familie zieht damals mehrfach um. Am Ende landen sie aber in einem Vorort von Melbourne. Und Rachel kommt aus einer wirklich künstlerisch begabten Familie. Ihr Großvater ist Evan Southall, ein bekannter australischer Schriftsteller. Und als Rachel dann irgendwann ihre Leidenschaft für den Tanz und die Musik entwickelt, dann unterstützen ihre Eltern das. Die sagen, hey, das ist zwar ein unkonventioneller Weg, jetzt hier mit der Tanzschule zu beginnen, anstatt zu studieren oder sonst etwas Vernünftiges zu machen, so wie viele Eltern das sehen würden, aber Rachels Eltern sind da anders. Sie unterstützen sie und so kommt Rachel dem Traum von der großen Bühne näher. Optisch gesehen ist Rachel übrigens bildschön. Sie hat ein tolles Hautbild. Wie analytisch ich hier werde. Sie hat grüne Augen und eine Tänzerfigur. So wird es in vielen Artikeln beschrieben. Ich denke mal, dass sie einfach gut durchtrainiert war. Nur damit ihr euch sie ein bisschen vorstellen könnt. Und mit dem Künstlernamen Rachel Starr tanzt Rachel nun an der Dance Factory. Dort lernt sie dann auch jemanden kennen. Der junge Mann heißt Emmanuel Sarella und er versteht sich erst sehr gut mit Rachel und später dann auch mit ihren Eltern. Jeden Abend telefonieren Rachel und Emmanuel stundenlang miteinander und wie Teenies das halt so machen oder frisch Verliebte, wo man sich manchmal fragt, was habt ihr euch eigentlich stundenlang so zu erzählen? Aber wie gesagt, Rachel und Emmanuel haben sich total lieb und ja, genießen das und auch Rachels Eltern haben kein Problem damit und mögen den Kerl gern. Am 28. Februar 1999 ist alles wie immer. Die Barbers sitzen erst etwas mit der Familie zusammen und irgendwann verdrückt sich Rachel dann in ihr Zimmer, um stundenlang mit Emmanuel zu telefonieren. Das wird der letzte gemeinsame Abend der Familie gewesen sein. Am 1. März 1999, also am nächsten Morgen, fährt Michael Barber seine Tochter Rachel zur Bahnstation.
Es ist ein Morgen wie jeder andere. Man ist müde, noch ein bisschen grummelig und Rachel steigt aus, um ihre Freundin Kylie zu treffen. Die beiden frühstücken in der Regel gemeinsam, bevor sie dann zusammen in die Schule gehen. Rachel und ihr Vater sprechen noch miteinander ab, dass sie sich am Abend um 18.15 Uhr wieder an der Bahnstation treffen. Von dort soll er sie dann wieder mit nach Hause nehmen. Das Einzige, was an diesem Tag ein kleines bisschen anders ist, ist, dass Rachel ganze Zeit von einem ominösen Jobangebot spricht. Immer wieder erwähnt sie in einem kleinen Kommentar, dass sie jetzt bald Geld verdienen würde. Aber sie dürfe nicht sagen, wer ihr dieses Geld geben wird und was sie dafür tun muss. Selbst Emmanuel will Rachel nicht verraten, was sie an diesem Abend vorhat. Er und die anderen Mitschüler vermuten, dass es eine Art Modeljob sei. Rachel, die ja nun mal sehr, sehr gut aussah, hatte immer wieder mal Modeljobs. Sie verspricht Emmanuel, ihn nach dem Job anzurufen. Es ist 18.15 Uhr. Michael steht an der Bahnstation. Er ist pünktlich. Er ist bereit, seine Tochter abzuholen und sieht, wie der Zug einfährt. Der Zug ist genauso pünktlich wie Michael. Punkt 18.15 Uhr. Die Türen gehen auf, die Leute steigen aus, doch von Rachel keine Spur. Michael schaut sich um. Ein bisschen ungewöhnlich. Er wartet die nächste Bahn ab, aber auch aus dieser steigt keine Rachel aus. Langsam fängt er an, sich Sorgen zu machen. Es ist 1999. Ein kleiner Anruf, ein kurzer WhatsApp-Call, all diese Dinge waren damals nicht möglich. Ein Live-Standort oder Instagram-Stories, die man checken konnte, all das gab es noch nicht. Das Einzige, was es für Michael gab, waren seine Sorgen. Anderthalb Stunden lang wartet er an der Bahnstation, bis er seine Frau kontaktiert. Die hat sofort Panik. Ihr ist klar, hier ist etwas im Busch. Unsere Tochter kommt nicht zu spät. Sie beginnt sofort damit, alle Freunde anzurufen, sämtliche Nummern abzuklappern. Und es ist Emmanuel, der einen entscheidenden Hinweis liefern kann. Er erzählt von dem Jobangebot und gemeinsam mit ihm versuchen die Barbers jetzt, Rachels Tagesablauf irgendwie zu rekonstruieren. Es beginnt mit dem Frühstück mit Kylie. Es ist alles in Ordnung. Gemeinsam mit Kylie, Emmanuel und seinem Bruder Dominic läuft Rachel dann zur Schule. Das Einzige, was anders ist, ist, dass sie permanent von dem Jobangebot spricht. Danach ist auch alles wie gewohnt. Rachel und Emmanuel verbringen ihre Mittagspause gemeinsam, spazieren ein bisschen umher und dann läuft Rachel auf einmal in den Schuhladen des Ortes. Sie hat schon länger ein gewisses Paar Schuhe im Blick gehabt, konnte sich die aber nie leisten. Und nun läuft sie schnurstracks auf das Paar zu und lässt sich die zurücklegen. Lässig, sagt sie zu Emmanuel, nachdem ich den Job gemacht habe, kann ich mir auch diese Schuhe leisten. Sie würde dann das nötige Geld dafür haben. Dazu erwähnt sie, dass sie Emmanuel zwar keine Details verraten dürfe, die ganze Sache aber legitim sei, da das Angebot von einer alten Bekannten komme. Nach der Schule geht sie dann aber nicht zur Bahnhaltestelle. Stattdessen läuft sie in die entgegengesetzte Richtung, gemeinsam mit ein paar Mitschülern. Irgendwann macht sie sich aber auch von denen los. Das letzte Mal wurde Rachel von ihren Mitschülern um 17.45 Uhr gesehen. Danach scheint sie spurlos verschwunden zu sein. Rachel wird keine zwei Stunden lang vermisst, da rufen ihre Eltern schon bei der Polizei an. Sie schildern die Situation und bitten um Hilfe. Rachels Mutter erinnert sich, sie haben nicht direkt gelacht, aber deutlich gezeigt, dass ich überreagiere. Ach, die Rachel, die ist doch ein Teenager und Teenager machen manchmal verrückte Sachen und dann brechen die auch mal aus und dann sind die mal unterwegs und dann, ne, dann hauen die auch mal ab und, also es sind jetzt keine Zitate. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich jemand so gesagt hat. Bitte verwendet mich nicht als Quelle, aber so in dem Tonus ist das wohl gelaufen. Auf jeden Fall fühlen sich Rachels Eltern nicht gehört, nicht gesehen und einfach beiseite geschoben. Immer wieder versuchen sie den Beamten klarzumachen, dass es für Rachel einfach so untypisch ist, dass sie nicht der Typ ist, abzuhauen. Sie ist diszipliniert, sie will da ihre Karriere rocken, sie will ihre Zukunft aufbauen. Sie ist niemand, der all das riskiert, um abzuhauen. An der Stelle auch eine kurze Frage an euch, weil man das ja immer wieder hört, dass die Polizei erstmal sagt, ja, ach die Teenager, die hauen ja so gern von zu Hause ab. Seid ihr schon mal von zu Hause abgehauen? Weil mir ist in meinem Umfeld dann einfach kein einziges Beispiel eingefallen von einem Jugendlichen, der plötzlich weg war und nach zwei Tagen wiedergekehrt ist, weil
er oder sie einfach mal frei sein wollte oder was auch immer. Ich weiß noch, als Kind hatte ich einmal Streit mit meinen Eltern und da habe ich gesagt, ich ziehe jetzt aus und habe mir den Koffer voller Pullover gepackt. Ich habe keine einzige Hose mitgenommen, nur Pullover und bin dann zu meiner Nachbarin gezogen, war einen Stockwerk weiter unten. Aber ich weiß nicht, ich habe noch nie davon gehört, dass Teenager tatsächlich andauernd abhauen. Kennt ihr solche Geschichten? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Vielleicht lebe ich auch einfach in einer Bubble und ihr seid früher alle andauernd abgehauen, ihr Schlawiner. Etwas, das ich sehr paradox finde, ist, dass die Polizei nun sagt, sie würden ihre Suche nach Rachel erst nach 48 Stunden beginnen. Dabei sagt man ja, dass die ersten 48 Stunden nach dem Verschwinden die wichtigsten sind. Die Chance, jemanden nach diesen besagten 48 Stunden lebend wiederzufinden, sinkt rapide. Warum macht man dann nicht direkt was? Und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, Rachel kommt an diesem Abend nicht mehr nach Hause. Sie wird auch Emanuel nicht anrufen. Am nächsten Tag taucht sie nicht zum Frühstück auf, noch sieht man sie auf der Bühne der Dance Academy tanzen. Gemeinsam mit Emanuel ziehen die Barbers nun los. Sie nehmen die Sache selbst in die Hand, drucken Fotos von Rachel aus und tapezieren die Stadt damit. Unter anderem laufen sie zu dem Schuhladen und die Schuhe, die sich Rachel am Tag davor ausgesucht hatte, liegen immer noch dort. Niemand hatte sie abgeholt. Die einzige Spur, die sie wirklich haben, ist, dass Rachel von einer alten Bekannten gesprochen hat. Aber keiner kann sich vorstellen, wer damit gemeint sein könnte. 2 Tage nach Rachels Verschwinden findet man ihr Portemonnaie in ihrem Spind. Darin sind $1,20 und ihr Bahnticket. Und das ist für viele an der Stelle schon der Beweis, dass Rachel nicht weggelaufen ist. Sie hätte das bisschen Geld, was sie hatte, und das Ticket auf jeden Fall mitgenommen. Die nächsten Tage sind der absolute Horror für die Barbers. Sie schlafen nicht, suchen verzweifelt nach Hinweisen, flehen die Polizei an, doch bitte bei der Suche zu helfen. Und die startet nun endlich ihre Ermittlungen. So fangen sie an, Rachels Eltern zu befragen. Und die meinen, ey, es war alles wie immer. Das Einzige, was ihnen einfällt, sind die langen Telefonate, die Rachel die letzten Abende immer geführt hatte. Wie gesagt, Rachel und Emanuel hatten sich viel zu erzählen. Aber die Polizei checkt trotzdem einmal die Telefonliste. Eine der Nummern, die man auf der Liste findet, läuft auf den Namen Carolyn Robertson. Zunächst sagt dieser Name Rachels Eltern mal gar nichts. Auch der Wohnort, der Ort, an dem diese Nummer irgendwie lokalisiert wurde, Prairan, weckt irgendwie keine Erinnerungen. Das Einzige, was Elizabeth ein bisschen in den Sinn kommt, ist Carolyn Reed. Sie war ein älteres Mädchen, ganz nett, und hat damals, als sie noch im anderen Wohnort gelebt hatten, auf Rachel und die anderen Kinder aufgepasst. Aber diese Verbindung scheint sowas von unwahrscheinlich. Carolyn und Rachel hatten seit Jahren keinen Kontakt miteinander. Ewigkeiten haben sie sich nicht mehr gesehen. Michael erinnert sich dann aber daran, dass Rachels jüngere Schwester auf dem Geburtstag von Carolyns jüngerer Schwester eingeladen war. Und als sie die Schwester dorthin gefahren haben, saß Rachel mit dem Auto. Und es ist zu einem kleinen Treffen zwischen Carolyn und Rachel gekommen. Zum ersten Mal seit Jahren. Die beiden haben Smalltalk miteinander geführt, aber das war's. Wieso stand Carolyns Name nun auf der Telefonliste? Was hatte Rachel in den letzten Tagen vor ihrem Verschwinden mit ihr besprochen? Am 11. März berichtet ein Augenzeuge, er habe Rachel mit einem älteren Mädchen zusammen gesehen. Rachel habe nicht so gewirkt, als würde sie sich unwohl fühlen. Die beiden waren am Quasseln und seien in die Bahn in Richtung Prahan eingestiegen, Carolyns Wohnort. Man versucht nun, irgendwie Kontakt aufzubauen. Carolyn geht aber nichts ans Telefon. Als die Beamten bei ihrer Arbeit anrufen, stellen sie fest, dass Carolyn schon mehrere Tage als krank gemeldet ist. Etwas, das sehr ungewöhnlich ist, denn Carolyn war sehr gewissenhaft eine gute Arbeiterin und fast nie krank. Es ist der 12. März und alle sind sich nun sicher, dieser Carolyn-Spur etwas genauer nachgehen zu müssen. Und so steht die Polizei dann vor ihrer Tür. Doch niemand macht auf. Mithilfe der Feuerwehr verschaffen sie sich dann Zugang zu Carolyns Wohnung. Dort finden sie diese bewusstlos auf dem Boden liegen. Carolyns Wohnung war
chaotisch und unordentlich. Es erweckte den Anschein, als würde sie gerade alles auflösen, als wolle sie umziehen. In ihrem Schlafzimmer findet die Polizei dann eine Reisetasche voll mit Klamotten der Kleidergröße 8. Eine Kleidergröße, in die Carolyn nicht reingepasst hatte, Rachel aber schon. Aber was hatte all das zu bedeuten? Wollten die beiden zusammen abhauen? Haben sie einen gemeinsamen Plan geschmiedet? Carolyn war leider nicht ansprechbar und wurde zunächst von der Polizei ins Krankenhaus gefahren. Und Rachels Eltern waren so erleichtert. Oh mein Gott, wir dachten schon, unsere Tochter wäre mit einem Fremden mitgegangen. Sie wäre entführt worden von einem bösen Mann, aber sie war glücklicherweise nur bei ihrer alten Bekannten Carolyn. Vielleicht hatten die beiden sich angefreundet, ohne dass wir es bemerkt haben. Vielleicht wollten die beiden abhauen, was auch immer. Rachel wird es sicherlich gut gehen. Und alle warten darauf, dass Caroline endlich zu Bewusstsein kommt, dass sie die Augen öffnet und sagen kann, wo Rachel ist. Und genau das passiert. Eines Tages macht Caroline die Augen auf und dann sagt sie, ich habe Rachel getötet. Notizbücher, die man kurz darauf in Carolines Wohnung findet, lassen das Ausmaß dieser Tat vermuten. Aber erstmal ein paar Worte zu Carolyn selbst. Wer ist dieses Mädchen? Carolyn wird 1978 in Melbourne geboren und ist damit 4 Jahre älter als Rachel. Ihre Familie ist finanziell stabil, es gibt keine Geldsorgen oder so. Jedoch scheint das Zusammenleben sehr unharmonisch gewesen zu sein. 1993 zieht die Familie um und sie ziehen in die Nachbarschaft der Barbers. Die beiden Familien freunden sich schnell an. Rachel versteht sich vor allem mit Carolines jüngerer Schwester super gut. Bei Carolyn läuft es aber nicht wirklich. Ihre Eltern lassen sich scheiden und sie mag die neue Frau ihres Vaters nicht. Zwischen 1996 und 1997 passt sie nun häufig auf die Barber-Kinder auf. Auch auf Rachel. Als Babysitterin macht sie wirklich einen guten Job. Die Barbers mögen sie gerne. Doch Carolyn mag sich selbst nicht. Sie wurde in der Schule häufig gehänselt. Sie litt unter Akne und das war Grund genug für ihre Mitschüler, richtig gemein zu ihr zu sein. Schnell entwickelt Carolyn ein schädliches Selbstbild. Sie beginnt damit, sich selbst zu hassen und zu erniedrigen. Ihre Leidensgeschichten hält sie in ihren Tagebüchern fest. Und dort dokumentiert sie auch ihre Beziehung zu Rachel. Sämtliche Gedanken, die zu Rachels Ermordung geführt haben. In Carolines Augen hat Rachel alles, was sie nicht hat. Rachel ist attraktiv, grazil, beliebt. Alles, was ein glückliches Leben garantiert und Carolyn daher nicht zustehen kann. Während Carolyns Selbstbild immer weiter ins Negative versinkt, sie mittlerweile der Meinung ist, nichts auf dieser Welt zu verdienen und hässlich und unwert zu sein, so wird das, was Rachel hat, immer größer. Ihre Karriere läuft, sie hat einen Freund, sie ist glücklich, ist an der Dance Academy angenommen worden und Rachel beobachtet das alles aus der Ferne. Und diesen Gedanken finde ich so gruselig, denn immer wieder wird betont, dass Carolyn in Rachels Leben keine Rolle gespielt hat. Die beiden kannten sich von früher. Sie war mal ihre Babysitterin, aber Rachel hatte neue Freunde, neue Ziele, ein neues Umfeld. Sie hatte keine Gedanken und Zeit für Carolyn übrig. Carolyn hingegen beschäftigte sich 24/7 mit Rachel. Ihr ganzer Fokus war Rachel und sie beginnt damit, Rachepläne zu schmieden. Sie findet es unfair, dass Rachel so viel glücklicher sein darf, als sie es ist. Und ich muss sagen, dass mir das auf der einen Seite total leid tut für Carolyn, dass sie sich so fühlt und dass sie sich selbst immer weiter hasst und da reinreitet. Aber auf der anderen Seite kann erstens natürlich niemand anderes sonst etwas dafür. Jeder ist seines Glückes Schmied und Rachel hatte wirklich nichts damit zu tun, wie es Carolyn ging. Und dazu will ich auch noch sagen, dass man nur vor den Kopf guckt. Man weiß nie, was bei den anderen Personen abgeht. So oft denkt man, ach, wenn ich so aussehen würde wie die, wenn ich so erfolgreich wäre wie der, wenn ich bla bla bla. Aber
ihr wisst nie, was dahinter steckt. Glaubt mir, die Menschen, die nach außen hin am perfektesten wirken, wo man denkt, boah, die Lebenseinstellung will ich haben, den Partner will ich haben, das Haus will ich haben. Unter jedem Dach steckt ein Ach, sagt meine Oma immer. Und so ist es. Jeder hat mit sich zu kämpfen, jeder hat seine Problemchen. Wenn ihr im Fitnessstudio seid und denkt, ach Gott, ne, jetzt gucken alle, dass ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht habe oder dass ich nicht so viel heben kann oder dass ich so schwitze. Freunde, jeder ist mit sich und seinem eigenen Krams beschäftigt. Jeder hat seine eigenen Gedanken. Und es bringt nichts, sich zu vergleichen. Nie, nie, nie. Man kennt immer nur einen Teil der Wahrheit. Und deswegen ist das alles noch unsinniger als ohnehin schon. Denn Carolyn fängt nun damit an, ihren Racheplan zu schmieden. Sie bietet Rachel eine gute Stange Geld dafür an, dass sie zu ihr kommt und ihren Job erledigt. Sie gibt vor, sie für eine Psychologiestudie zu befragen. Dafür soll es $100 plus Aufwandsentschädigung geben. Und das alles passiert 1999. Also die Kaufkraft von $100 waren damals eine andere als heute. Heute kriegst du dafür, ich weiß auch nicht, vielleicht einen Tag lang Strom, haha. Aber damals war das echt eine nette Summe Geld und Rachel war ein Teenie, $100, yes please, und deswegen hat sie zugesagt. Da diese Studie aber streng vertraulich sei, müsse Rachel dicht halten. Sie dürfe niemanden davon erzählen. Sie solle zudem eine Tasche mit Habseligkeiten packen, ohne die sie nicht für längeren Zeitraum klarkommen würde. Das wäre auch Teil der Studie. Und so packt Rachel Klamotten, Ballettschuhe und ihren Teddybären ein. Nach der Schule wartet Caroline auf Rachel und gemeinsam nehmen sie die Bahn. Bei Caroline angekommen, verbringen sie den Abend miteinander. Und als es später wird, betäubt Caroline Rachel und erdrosselt sie danach mit einem Telefonkabel. Am nächsten Tag meldet Caroline sich auf der Arbeit krank. Auch in den kommenden Tagen erscheint sie nicht. Außerdem scheint sie ihre Finanzen klären zu wollen. Sie hatte Kollegen mal etwas Geld geliehen und auf einmal wollte sie das zurückhaben. Außerdem geht sie zur Bank und beantragt einen Kredit. Sie wolle sich ein Auto kaufen. Blöd nur, dass Carolyn gar keinen Führerschein hatte, aber es scheint so, als würde sie halt einfach abhauen wollen, die Flucht begehen wollen und ja, und sich dafür ein Auto gönnen wollen. 2 Tage lang verstaut Carolyn Rachels Leiche in ihrem Kleiderschrank. Danach packt sie den Körper in Decken ein und verstaut ihn in einer großen Tasche. Sie ruft ein Umzugsunternehmen an, die mit Kleinwagen kommen, um Rachel abholen zu lassen. Sie erzählt den Männern, es sei eine wertvolle Statue. Und diese Statue müsse zu dem Grundstück ihres Vaters gefahren werden, 90 Kilometer entfernt. Ohne sich darüber im Klaren zu sein, was sich in dieser großen Tasche befindet, haben die Männer Rachels Körper dann zu dem Grundstück befördert. Und dort wird sie dann von Caroline vergraben. Neben Carolines Katze und ihrem Hamster auf dem Haustierfriedhof der Familie. In den nächsten Tagen geht sie zur Arbeit, als sei nichts passiert. Sie erwähnt sogar einem Vorgesetzten gegenüber, dass eine alte Freundin verschwunden sei und sie so sehr hoffen würde, dass ihr nichts passiert. Am 7. März hat sie sogar die Audacity, bei Rachels Familie anzurufen und ihr Mitleid auszusprechen, dass sie das so traurig finden würde, dass Rachel jetzt verschwunden sei und sie ganz fest die Daumen drücken würde. Wie kann man so sein? Zu diesem Zeitpunkt fühlt sie sich sehr sicher. Sie fühlt sich überlegen und ahnt nicht, dass die Spuren bereits in ihre Richtung deuten. Doch langsam spitzt sich die Lage für sie zu. Der Kredit wurde abgelehnt und sie erfährt, dass die Polizei bei ihrer Arbeit angerufen hat. Ärzte vermuten im Nachhinein, dass Carolyn so unter Strom stand und in eine Art Schockzustand verfallen ist, als die Polizei vor ihrer Tür stand, so dass sie in Ohnmacht gefallen ist, ihr Bewusstsein verloren hat, irgendwie sowas. Nachdem sie dann ins Krankenhaus gebracht wurde, aufgewacht ist, der Polizei gesagt hat, was passiert ist, fährt man zu Rachels Leiche. Sie wird ausgegraben und die Telefonschnur ist noch um ihren Hals gewickelt. Am 24. März 1999 wird Rachel dann beerdigt. 850 Menschen nehmen an dieser Beerdigung teil. Aber wieso
Der Mord an Rachel. Ich habe euch ja bereits von Carolines Obsession mit Rachel erzählt. Die bahnte sich tatsächlich schon Jahre zuvor an. So gruselig. Bereits 2 Jahre vor der Tat machte Caroline Fotos von Rachel unter dem Vorwand, diese für ein Schulprojekt zu brauchen. Ihr ahnt es, das Schulprojekt hat es nie gegeben. Carolines Tagebücher geben Auskunft darüber, wie besessen und fixiert sie auf Rachel war. Darin dokumentiert sie auch ihr Vorhaben, Rachel zu töten und im Anschluss zu entstellen. Ihre Einträge zeigen auf, welche Ausmaße Carolines Selbsthass bereits genommen hatte. Ihre Tagebücher zeigen Skizzen, die sie im Alter von 14 Jahren von sich selbst angefertigt hat. Daneben stehen Begriffe, die sie selbst beschreiben sollen. Loser, ungeliebt, ungewollt, seltsam im Kopf, hässlich, fett, dreckig und die Liste geht weiter. Monate vor der Tat beschließt Caroline, ihre Identität zu ändern. Sie möchte jemand anderes sein. Ihre Tagebucheinträge beginnen immer wieder mit Überschriften wie man sich in 9 Wochen verändert, werden immer dunkler und kalkulierender und enthalten Aussagen wie ich gehöre nirgends hin in dieser Welt, ich bin hässlich, fett, habe ein Pizzagesicht mit einer riesigen Nase. Ihre Versessenheit mit Rachel reicht ihr irgendwann nicht mehr. Sie möchte nicht wie Rachel sein, sie möchte Rachel sein. Es geht nicht mehr darum, Rachel das zu nehmen, was sie besitzt. Ihr Glück, ihre Schönheit, ihr Leben. Es geht nun darum, sich das zu eigen zu machen. Rachel ist rein und perfekt. Und Caroline denkt sich, wenn sie diese Identität annehmen und Rachel werden könnte, dann wäre sie endlich glücklich. In Carolines Wohnung finden die Beamten eine Geburtsurkunde, ausgefüllt mit Rachels Daten, ihrem Geburtstag und Geburtsort und das alles in Carolines Handschrift. Außerdem finden sie ein Dokument mit sämtlichen Namen der Barber-Familie. Also der ganze Stammbaum ist aufgelistet. Rachels Entwicklung seit Kindesalter ist von Caroline dokumentiert und begleitet worden. Jeder Schritt ist notiert. Und ich weiß, in Zeiten von Facebook und Co. denkt man sich jetzt, dann kann ich von meinem Tinder-Date heute Abend in 3 Minuten herausfinden, wie die Tante heißt und wie die Katze der Mutter genannt wird. Aber es waren andere Zeiten. Um diese ganzen Informationen zu erlangen, musstest du dich nicht einfach kurz mal bei Insta reinhacken und ein bisschen Hobby-FBI spielen. Nein, Carolyn hatte eine Obsession mit Rachel, die nicht in Worte zu fassen war. Durch die Notizen wird klar, dass Carolyn eine neue Identität erwerben wollte. Sie wollte Jem Southall werden, eine 16 Jahre alte, lebensfreudige Jugendliche. Southall ist Elizabeths Mädchenname, also der Mädchenname von Rachels Mutter. In ihren Tagebüchern plant Carolyn Hergang und Nachbereitung der Tat. Sie brainstormt verschiedene Möglichkeiten. Sie entscheidet sich dafür, Pizza zu bestellen und diese mit Betäubungsmitteln zu versetzen. Zitat: Rachel muss eine kleine Tasche mit Habseligkeiten packen, darf niemanden von der Studie erzählen, damit diese funktioniert. Pizza bestellen und betäuben. Im Anschluss Beruhigungsmittel, vergiftetes Tuch über Mund und Nase und dann den Körper weit weg entsorgen. Farm checken, Kredit klären, Umzugswagen am besten nachts, Wohnung sauber machen, vor allem den Teppich dampfreinigen. Auf Foren plant sie dann ihre neue Identität. Vermisste Personen, die eine Geburtsurkunde beantragen. Gibt es eine Liste darüber, was geprüft und gefragt wird? Notizen deuten zudem darauf hin, dass sie vorhatte, sich plastischen Operationen zu unterziehen und im Byron Bay zu leben, einem beliebten Urlaubsort und für Caroline eine Oase für attraktive Menschen. Eine Gruppe Menschen, der Caroline, so wie sie ist, niemals angehören würde. Ich fühle mich wie eine störende und verlorene Seele, die in eine Welt voller Engel geworfen wurde. Aber Caroline, so fühlen wir uns alle manchmal. So geht es uns allen hin und wieder. Am 15. März, knapp 2 Wochen nach der Tat, wird Caroline dann schon wegen des Mordes an Rachel Barber angeklagt. Sie plädiert auf nicht schuldig. Sie behauptet, unter Amnesie zu leiden und das sei in der Mordnacht wieder passiert. Die Tat sei bloß ein Unfall gewesen. Außerdem erzählt sie dann plötzlich auch von einem Komplizen, den es gegeben haben soll. Der habe sich aber vom Acker gemacht und sie nun da einfach vor Gericht stehen gelassen und bla bla. Ja,
Damit kommt sie ja auch nicht so richtig weit. Und schon bald gibt es ein psychologisches Gutachten. Diese vervollständigen das Bild, das Carolyns Tagebuchauszüge bereits skizziert haben. Ihr Heranwachsen ist gezeichnet vom Konflikt ihrer Eltern, durchgängiger Kritik sowie emotionalem und möglicherweise körperlichem Missbrauch. Man weiß nicht genau, was dort in der Familie passiert ist. Carolines Mutter bevorzugte ihre ältere Schwester und leidet unter emotionaler Verstimmung und Depression. Carolines Vater ist präsenter, dennoch steht Carolyn ihm gleichgültig gegenüber. Sie erlebt ihn des Öfteren wütend oder aggressiv. Durch ihr optisches Erscheinungsbild und die damit einhergehenden Schikanen hat sie ein schädliches Selbstbild entwickelt, das in Selbsthass ausgeufert ist. Carolyn war die meiste Zeit ihres Lebens unglücklich und einsam. Sie selbst sieht sich als schlechtes, missratenes Kind. Alle erwarten von mir, dass ich mich schlecht verhalten würde, also tat ich es, sagte Carolyn selbst. Carolyn leidet unter einer schweren Persönlichkeitsstörung, die eine deutliche Gefahr für diejenigen darstellt, die möglicherweise ein zukünftiges Objekt ihrer Fixierung oder Besessenheit werden. Über ein Jahr später, im November 2000, plädiert Carolyn endlich auf schuldig und wird zu 20 Jahren Haft mit einer Mindeststrafe von 14,5 Jahren verurteilt. Sie tötete, um einen unrealistischen Traum zu erfüllen, motiviert durch ihren Neid auf Rachels Schönheit und ihre Persönlichkeit und der Annahme, Rachel würde ein glückliches und erfolgreiches Leben bevorstehen. Ein Leben, das sie für sich selbst nicht für möglich hielt. Familie Barber zeigt sich vor Gericht als traurig, als gebrochen, jedoch äußern sie ihr Mitleid Carolyns Familie gegenüber. Sie wollen zwar nicht, dass Carolyn jemals Kontakt zu ihnen aufnimmt oder sich der Familie jemals wieder nähert, doch sagen sie, Carolyn sollte die Chance gegeben werden, sich wieder an ein Leben außerhalb des Gefängnisses zu gewöhnen. Rachels Mutter sagte, ich denke nicht, dass sie für unsere Familie weiterhin von Gefahr sein wird, aber ich möchte nicht, dass sie überhaupt für jemanden eine Gefahr darstellt. Und an der Stelle war ich so baff, weil der Familie gerade ihr größter Schatz genommen wurde und das aus so niederen Beweggründen. Wegen so dunkler Gedanken haben die ihre Tochter verloren und trotzdem konnten sie vergeben. Kann man das Unverzeihliche verzeihen? Ich freue mich sehr, dass die Familie Barber das konnte, weil ich glaube, dass sie das frei gemacht hat. Ich glaube, dass sie nun abschließen können und das wünsche ich ihnen sehr. Dann ist da natürlich auch diese Besessenheit, die Rachel hatte. Und das hat mir wirklich Angst gemacht, denn wie bereits erwähnt, ist es heute so viel leichter, jemanden zu stalken, alles über eine Person herauszufinden. Je nachdem, wie viel man postet, kann man richtig durchleuchtet werden. Und das ist so ein gruseliger Gedanke. Und ich hoffe, dass niemand, keiner von euch das jemals spüren muss, wie sich das anfühlt. Und ich wünschte mir einfach so sehr, dass jemand damals zu Carolyn gesagt hätte, ey, es wird alles gut, du fühlst dich gerade kacke, aber das Leben ist mehr als deine Schule, das Leben ist mehr als deine Klasse, mehr als deine Mitschüler. Es gibt für jeden von uns, gibt es Liebe, für jeden gibt es Freundschaften, für jeden gibt es Familie, jeder kann das schaffen. Jeder von uns verdient Liebe und es ist irgendwann so egal, was Mitschüler mal gesagt haben. Es ist so egal, wie man in der siebten Klasse aussah. Und ich wünschte so sehr, dass alle das wüssten. Ich hätte mir das selber damals gerne gesagt, weil man so traurig ist und man denkt, boah, wird es ein Leben lang so werden? Aber nein, wird es nicht. Irgendwann wird es besser werden und das ist mein Versprechen. Ich hasse den Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, aber es ist so wahr. Schmerz wird weniger und es gibt für alle Glück da draußen. Davon bin ich so fest überzeugt und das wünsche ich euch von Herzen und bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt es mir in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!